Aufgrund der Unsicherheit bei Gaslieferungen fordert der neue Bundesnetzagenturchef Klaus Müller Unternehmen und Bürgerinnen und Bürger dazu auf, ihren Gasverbrauch zu senken. Denn im Falle einer Gasnotlage müssten auch Privatpersonen den Temperaturregler herunterdrehen. Insbesondere Singles in Mehrzimmerwohnungen müssten nach Müller dann weniger heizen. Auf die Frage, ob Saunen und große Singlewohnungen in einer Gasnotlage ständig beheizt werden könnten, antwortete er der Wochenzeitung Die Zeit: Nein, ich glaube, dass das in einer Gasnotlage auf gar keinen Fall mehr zu rechtfertigen wäre. Der private Verbrauch sei hoch und Verbraucherinnen und Verbraucher betrachteten die aktuelle Situation nicht mit der angemessenen Ernsthaftigkeit, so Müller. Sollte die Bundesregierung die Alarmstufe ausrufen, dann wäre die Zeit gekommen, Maßnahmen zu beschließen und den Verbrauch einzelner Privatpersonen zu beschränken. Trotzdem wird hoffentlich das Baby- und Kinderzimmer der Wohnung ausreichend geheizt sein oder dort, wo jemand pflegebedürftig liegt. Aber ich weiß nicht, ob es in der restlichen Wohnung schön warm sein kann. Damit eine solche Gasnotlage gar nicht erst eintritt, müssten laut Müller 3 Bedingungen erfüllt sein. Wenn es uns gelingt, den Verbrauch runterzubringen, wenn es uns gelingt, mehr Gas zu bekommen und wenn es uns gelingt, zwischendurch die Speicher zu füllen.